Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play-Projekt. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir werden heute mit einem neuen Projekt von Europa Universalis 4 beginnen. Und ich habe mir, ja, oder ich habe es ja schon vor langer Zeit angekündigt. Ich wollte eigentlich seit dem Preußen-Patch, mittlerweile ist ja schon der Dänemark-Patch draußen, ein Spiel mit dem Deutschen Orden beginnen und Preußen gründen. Lasst euch nicht von diesem letzten Spielstand da mit Brandenburg irritieren. Da habe ich nur so ein bisschen rumgedaddelt, weil mir langweilig war. Ich werde auch ganz viel versuchen, zur Geschichte des Deutschen Ordens zu erzählen. Ich werde ja außerdem mit dem Deutschen Orden ein Let's Play bei Medieval 2 machen. Hier jetzt, natürlich werde ich auch ein paar Informationen vorweggreifen. Das wird sich hin und wieder mal doppeln, also stört euch nicht daran. Das ist alles so beabsichtigt und es kann hin und wieder mal zu Doppelungen bei den Informationen kommen, aber ich weiß, der eine oder andere wird Medieval 2 nicht gucken und der eine oder andere wird mein EU4 Let's Play dazu nicht gucken. Also von daher, wenn ihr die geballten Informationen haben wollt, dann schaut doch am besten einfach in beide Let's Plays rein. Ich werde auch versuchen, viel zu EU4 und den dahinterliegenden Mechaniken zu erklären. Ich werde versuchen, am Anfang erstmal eine relativ unorthodoxe, im wahrsten Sinne des Wortes, Taktik zu fahren. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir da kommen werden. Ich will das jetzt nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen, wir könnten es machen, aber es ist insofern nicht unbedingt erheblich für mich. Wenn das für euch super, super wichtig ist, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare und dann werde ich künftig auf höheren Schwierigkeitsstufen spielen. Von mir aus kann ich das machen. Es geht in erster Linie ja eigentlich nur darum, hier Preußen zu gründen und dann später mit Preußen weiterzuspielen. Warum ausgerechnet der Deutsche Orden? Nun ja, weil der Deutsche Orden die Möglichkeit hat, Preußen zu gründen. Und weil der Deutsche Orden historisch gesehen sich ja auch auf Gebiete Preußens ausgedehnt hat. Wie das dazu kam, erklären wir zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erstmal umreißen wir nur ganz grob die, also nur mal ganz grob die Anfänge des Deutschen Ordens. Wir beziehen uns hierbei auf die Zeit vor 1444. Das 15. Jahrhundert gilt auch so ein bisschen als der Zeitabschnitt, der schon den Niedergang des Deutschen Ordens nach der Schlacht bei Tannenberg eben eingeläutet hat. Auch dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ich bin da auch schon in meinem Litauen-Let's Play drauf eingegangen. Der Deutsche Orden geht zurück, so vermutet man zumindest, oder so legen es die Quellen nahe, auf eine Hospitalseinrichtung und hat sich daraus später zu einem Ritterorden entwickelt. Das konnte er natürlich nur machen, weil es eben die generelle Entwicklung zu einer neuen Form des Rittertums gab, nämlich die des geistlichen Ritters. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte und auf das werden wir in dem Part hier vielleicht ein bisschen ausführlicher eingehen. Wir werden viel Zeit haben, um über die Geschichte zu sprechen. Ein wichtiger Hinweis noch an der Stelle für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen. Ich mache Strategie-Let's Plays überwiegend eben in historischen Kontexten. Und es gehört da so ein bisschen zu meinem Steckenpferd, dass ich dann auch immer über die Geschichte spreche. Also ich bin auch Historiker von Beruf und versuche das immer möglichst transparent hier zu erklären. Muss allerdings nochmal hier die kleine Einschränkung machen und darauf hinweisen, dass ich eben ein Neuzeithistoriker bin. Also ich bin eigentlich spezialisiert auf das sogenannte lange 19. Jahrhundert. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ich auch noch Agrarhistoriker bin. Und Sozialhistoriker, also das heißt, ich habe einen anderen Schwerpunkt als viele typische Historiker, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen oder eben der frühen Neuzeit, um die es jetzt hier geht. Na, also das ist nicht ganz mein Fachmetier. Ich werde übrigens einige Links mit Büchern und Literatur in die Videobeschreibung packen. Hier noch der wichtige Hinweis für euch auch. Ich bin Teilnehmer an einem Amazon-Partnerprogramm, dass dadurch entstehen, soweit ich da richtig informiert bin und zu dem aktuellen Zeitpunkt, zu dem dieses Video veröffentlicht wird, keine zusätzlichen Kosten. Ihr könnt damit aber meinen Kanal unterstützen. So, das auch noch als wichtiger Hinweis. Dann, ich habe mich vorher versucht, ein bisschen zu informieren über den Deutschen Orden, auch auf YouTube. Das ist schon ein bisschen länger her.
Und ich bin da auf sehr viele Videos gestoßen, die sehr ideologisch eingefärbt waren. Und dabei ging es dann vor allen Dingen auch noch darum zu behaupten, dass diese Gebiete, auf denen sich der Deutsche Orden ausdehnte und Gebiete im Baltikum, dass die ja schon immer preußisch gewesen seien oder immer deutsch gewesen seien oder was auch immer. Ich bitte hier von stark ideologisch gefärbten Kommentaren abzusehen. Wir versuchen das Ganze erstmal relativ neutral zu betrachten und ihr könnt euch ja später gerne eine eigene Meinung bilden. Da ist es mir aber halt ganz wichtig, dass wir vorher erstmal die Tatsachen auf den Tisch gelegt haben und dass wir das also, wir können gerne Kontroversen aufgreifen, das ist kein Problem, aber bitte noch nicht jetzt sofort hier das Fazit ziehen und ideologische Statements in den Raum stellen. Das finde ich in der Regel nicht so gut, sondern ich habe es mir lieber, oder ich habe es lieber, wenn wir uns erstmal die historischen Umstände möglichst gut angucken und dann versuchen, ausführlichere Erklärungen zu machen. Aber da bin ich ja sehr zufrieden immer, also das funktioniert ja hier eigentlich immer ganz gut auf diesem Kanal. Und das schon mal danke im Voraus. Wenn ihr eure Vorgehensweise mit mir teilen wollt, scheut euch bitte nicht davor, Kommentare zu verfassen und ähnliches. Ich lese mir die gerne durch. Ich kann nicht immer auf alle antworten, weil ich zeitlich immer sehr eingespannt bin. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also, Deutscher Orden. Wir starten durch. Wir spielen natürlich im Iron Man Modus. Und jetzt machen wir einen lokalen Spielstand. Deutscher Orden. Schön. Ich bin gespannt, welche Optionen das Spiel für uns zu Spielbeginn bereithält. Das ist nämlich tatsächlich als Deutscher Orden gar nicht einfach. Wir sind so wirklich ein bisschen der Spielball des Commonwealth, also Polen-Litauens. Wenn wir es nicht schaffen, uns rechtzeitig so aufzustellen, diplomatisch, dass wir ein ordentliches militärisches Gegengewicht bieten können. Das ist aber gar nicht so einfach in unserer aktuellen Lage, weil ihr seht schon, Polen, Litauen ist halt hier sehr stark um uns drumherum formiert. Wenn die Polen also ihre Personalunion, sie haben uns auch schon rivalisiert, wenn die ihre Personalunion mit Litauen bekommen, dann haben wir in der Tat einen sehr, sehr mächtigen Gegner, der uns fast komplett umschließt. Ihr seht, wir haben nur eine ganz kleine Grenze mit dem Livonischen Orden und wir haben nur eine ganz kleine Grenze mit Pommern. Auch Pommern hasst uns schon, wie ich sehe. Das könnte auf unsere Gebietsansprüche zurückzuführen sein, denn wir werden ja versuchen, Neumark wieder über Stolp mit unserem Kernland zu verbinden. Wie sind wir überhaupt hier hingekommen eigentlich? Also offenbar geht diese Landnahme des Deutschen Ordens hier auf Versprechungen zurück, die Konrad von Masowien dem Deutschen Orden eingeräumt hat, wenn er dafür militärische Hilfe bekam. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mehr, wie das eigentlich genau geklappt hat. Und da muss man sich ja natürlich fragen, warum beauftragt der Konrad von Masowien jetzt ausgerechnet den Deutschen Orden damit, für ihn zu Felde zu ziehen und ähnliches. Das hat eben was mit der ursprünglichen Entstehung des Deutschen Ordens zu tun, nämlich der Schutzfunktion, die diese geistlichen Ritter in Jerusalem eben übernehmen sollten. Sie haben früher dort die Pilger geschützt und das ist insofern eine sehr wichtige Aufgabe, weil es eigentlich eine Verbindung schlägt zwischen weltlicher und geistlicher Aufgabe. Also einerseits eben die Pilger schützen, aber eben auch diese weltliche Schutzfunktion eben auszuüben. Das ist eine neue Verbindung, die so in dieser Form, oder sagen wir mal vielleicht, die so erst durch die Kreuzzüge möglich wurde. Ja, bevor ich jetzt aber hier mich zu sehr in historischen Erörterungen verliere, wir haben ja schon 8 Minuten rum. Der Part heute wird ein kleines bisschen länger als normal. Normal sind wir bei mir so um die 20, 30 Minuten Parts. Vielleicht würde heute ein bisschen länger. Schauen wir uns mal ganz kurz an, mit wem wir uns überhaupt nicht verstehen. Mit Dänemark, das ist schlecht. Mit Polen und mit Brandenburg nicht. Okay, das ist nicht so schön. Aber das heißt, wir müssten es eigentlich hinbekommen, wenn wir Polen rivalisieren, dass wir ein Bündnis mit Ungarn bekommen. Ich glaube, das ist doch immerhin schon mal eine ganz gute Sache. Ungarn hat natürlich das Problem, dass sie relativ schnell Ärger mit den Osmanen bekommen. Wenn sie Ärger mit den Osmanen bekommen, dann sind sie kein, ja, ich würde mal sagen, kein schlagkräftiger Verbündeter mehr für uns. Das ist dann auch nicht so schön.
Eine andere Option wäre natürlich noch ein Bündnis mit Österreich, aber ihr seht hier, mit Österreich wird es recht schwierig werden. Da ist Böhmen schon einfacher. Böhmen ist aber auch nicht schlecht, denn wenn die Schlesien annektieren, ist es eigentlich eine gute Sache. Also vielleicht bist du aber, nee, du bist auch ein Rivale von Polen. Du hast ein Waffenschirmchen mit Ungarn, das gefällt mir auch ganz gut. Ist eigentlich ganz schön, wenn wir hier beide haben. Böhmen vor allen Dingen schwer zu erobern, hat viele Festungen, ist gar nicht so einfach. Oder bekommen die erst über Events? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Wir haben auf jeden Fall hier eine Festung. Sie haben hier eine Festung. Und ja, Böhmen wird noch viele Festungen bauen. Und wenn die Schlesien erobern, dann werden sie noch mehr Festungen kriegen. Apropos Festungen. Ja, das ist ein großes Problem bei uns. Wir haben zwar sehr viele Festungen. Damit versucht man tatsächlich diesen ausgedehnten Festungsbau, den der Deutsche Orden betrieben hat, um seine Gebietsansprüche durchzusetzen. Den hat man hier versucht umzusetzen, indem wir wirklich sehr, sehr viele Festungen haben, und wir werden sie wahrscheinlich nicht behalten. Das ist jetzt wahrscheinlich schade, weil das eine etwas unhistorische Spielweise ist. Aber die Festungen kosten uns sehr, sehr viel Geld, und sie bringen uns de facto nichts, weil wir einen sehr kleinen Landabschnitt haben. Und wenn Polen uns den Krieg erklären sollte, jetzt nur mal zum Beispiel, dann laufen die einfach nach Danzig durch und dann bringen uns die Festungen nichts, weil das System der KI hier ja, also nicht funktioniert, beziehungsweise es wird von EU4-Spielern auch vollständig in Abrede gestellt, dass tatsächlich also dass das überhaupt tatsächlich für die KI von irgendeiner Relevanz ist. Deswegen reißen wir die Festungen erstmal nieder. Das hat den Vorteil für uns, dass wir sehr viel Geld machen. Wir werden dadurch sehr viel sparen, und wir brauchen die Festungen hier eigentlich. Also wir können sie uns schenken. Wir bauen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Festungen, aber jetzt erstmal nichts. Jetzt bringt uns das nichts. Gut, also Polen können wir dann doch durchaus rivalisieren, weil die uns total hassen. Müssen wir mal gerade schauen, wen magst du und wen magst du nicht? Du magst Pommern nicht, das ist doch schön. Bist du verbündet mit Pommern? Nein. Bist du verbündet mit Pommern? Nein. Das ist doch auch ganz wichtig. Dann werden wir Pommern nämlich auch rivalisieren, weil Pommern uns nämlich auch hasst. Ich muss aber gleich nochmal schauen. Erobert Sternberg, das ist aber ein brandenburgischer Besitz. Und das ist nicht ganz so gut, weil Brandenburg, glaube ich, ist. Brandenburg müssten wir mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Also da ist mir Pommern lieber, weil Pommern wird wahrscheinlich eher Ärger mit Brandenburg bekommen. Wir könnten es aber auch so machen. Wir nehmen noch nicht die Mission mit den päpstlichen Beziehungen. Die Mission verändert. Ich habe es dumm gemacht. Ne? Ich hätte Polen nicht sofort rivalisieren sollen, sondern erstmal gucken, welche Mission ich sonst noch wählen kann. Ah, ist jetzt auch egal. Also dann Bündnis hier, ein Bündnis bekommen wir dann wahrscheinlich gleich hier. Wir warten hier vielleicht echt noch eine Sekunde, bevor wir Bündnisse schließen, oder? Das Bündnis mit dem Livonischen Orden können wir allerdings schon mal schließen. Tatsächlich, wenn man kein Bündnis mit Ungarn bekommt, ist es sinnvoll, den Livonischen Orden nicht zu verbünden, sondern direkt zu überfallen und sich einfach die Gebiete einzuverleiben. Das kann man tatsächlich auch so spielen. Werde ich hier schon ein Spionagenetzwerk aufbauen? Ne, das machen wir mal noch nicht. Aber du bist ja mein Rivale. Habe ich einen Waffenstillstand mit dir? Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Dann kann ich dir nämlich direkt mal eine Beleidigung schicken. So. Wen findest du noch kacke? Litauen und die Osmanen. Und du? Österreich und Venedig. Das ist leider so, ja. Mit Dänemark habe ich eigentlich nichts zu tun. Ich fände es aber gut, wenn wir Schwedens Unabhängigkeit irgendwann unterstützen. Haben aber das Problem, dass Schweden Gotland als einen eigenen Kern ansieht. Insofern bringt uns es eigentlich nicht so viel. Das hält uns nur die Dänen vom Leibe. Aber die Dänen könnten tatsächlich hier eine Invasion versuchen zu starten. Bornholm ist eigentlich eine interessantere Variante. Insofern denke ich, werden wir wahrscheinlich Dänemark rivalisieren. Können wir mal gerade noch mal auf die Meinungskarte gucken. Dann sehen wir, dass Böhmen relativ wenig für Dänemark übrig hat und Ungarn eben auch. Also rivalisieren wir Dänemark. Die werden uns auch lange als Rivale erhalten bleiben, und ich würde sagen, komm, wir rivalisieren Pommern. Brandenburg noch nicht, können wir später machen.
Robert Kolberg, das ist schon interessanter. Nehmen wir direkt als Mission. Wir haben Schiffe. Und wir können noch drei Schiffe bauen. Dann bin ich ganz stark dafür, dass wir noch drei Galeeren mitnehmen. Wobei, Sekunde mal gerade, wir machen es ein bisschen anders. Wir nehmen 1, 2, 3. So, dann werden die nämlich direkt hier angefügt. Für unsere Flotte bezahlen wir keinen Unterhalt. Das brauchen wir noch nicht. Die drei Schiffe hier. Die können wir in Lübeck piraterisieren lassen. Das bringt uns hier noch nicht so viel. Ja. Wir nehmen. Moment. Ich muss die Mission mal gerade abbrechen. Also komm, du schützt den Handel hier in der Ostsee. Und du wirst ein Pirat in Lübeck. So. Interessanterweise Lübeck, also angeblich geht die Gründung des Deutschen Ordens auf Lübecker Bürger zurück. Das ist auch sehr interessant, dass die Gründung eigentlich eine bürgerliche Gründung ist, ne? Also beim Deutschen Orden, das sollte man auch noch bedenken. So, wir schauen weiter. Wir können noch vier Einheiten rekrutieren. Da nehmen wir eine Einheit Kavallerie. Und dann drei Einheiten Infanterie. Wir werden die Armee nicht voll finanzieren, aber auf jeden Fall erstmal anfänglich stark finanzieren. Wir haben hier eine besondere Regierungsform. Wir sind eine Theokratie. Und das wird ein paar Besonderheiten in der Spielweise mit sich bringen, die wir am Anfang erstmal noch ignorieren können. Unser erster Hochmeister, der Konrad von Erlichhausen, der ist nicht besonders gut mit 212. Ich finde am Anfang eigentlich den Militärfokus entscheidend. Den nehmen wir auch mal. Und wir können unseren Hochmeister auch mal zum General machen. Der hat 3 Punkte Belagerung. Das ist phänomenal. Das ist wirklich phänomenal. Ich will eigentlich keine Macht. Ja, du brauchst noch ein bisschen mehr Einfluss, ne? Dann schlage ich vor, wir geben ein bisschen Prestige auf und dann holen wir uns noch einen General. Und der hat 112, der ist relativ schlecht, aber wir haben immerhin einen sehr guten Belagerungsgeneral. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Feine Sache. Ja, so viel erstmal zum Anfang. Alles andere können wir erstmal noch ignorieren. Ich glaube, ja, wir haben noch einen Missionar, den wir nicht brauchen. Wo sind unsere Händler nochmal? Die sind hier, der leitet einmal weiter. Und wo ist unser anderer Händler? Ich würde mal vermuten, der hockt hier oben in der Ostsee und greift ab, oder? Wir schauen mal kurz. Krakau und Novgorod. Ah, nee, die leiten beide weiter. Okay, gut. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Wir hauen mal kurz die Pause raus. Wir müssen jetzt einen Thronfolger bestimmen. Levonische Orden ist unserem Bündnis beigetreten. Wir schauen mal, der Adel gewinnt 15 Loyalität, der Klerus verliert 15, wir verlieren Hingabe und bekommen Prestige. Brandenburgs Meinung würde sich verbessern, das ist eigentlich unsinnig. Wir bekommen Geld, verlieren Hingabe.
Die Bürger verlieren Loyalität, der Klerus gewinnt, welches ich bekomme Hingabe, das ist eigentlich ganz gut, also den talentierten Theologen. Wir bekämen Papsteinfluss, aber das ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Ich hätte gerne, dass ich die Loyalität beim Militär nicht verändert. Das ist ein ordentlicher Thronfolge mit 545. Den Michael, den können wir behalten. Österreich schloss ein Bündnis mit Ungarn. Österreich schloss ein Bündnis mit Ferrara. Polen schloss ein Bündnis mit Brandenburg. Na also, dann ist es ja schon mal gut, dass wir Brandenburg nicht rivalisiert haben, weil da eine kriegerische Auseinandersetzung überhaupt nichts bringt. Hat natürlich jetzt hier den Nachteil, wenn Brandenburg Polen Gebiete versprechen würde, könnten sie Neumark angreifen und mich platt machen. Insofern sollten wir jetzt wirklich darauf hinarbeiten. Ja, dann sollten wir vielleicht doch mal unsere Armee nochmal voll finanzieren. Machen wir das vielleicht doch noch, damit wir eine bessere Verhandlungsaussicht haben. Wir verbessern hier die Beziehungen. Ich verbessere auch gerne mit dir die Beziehungen. Wir haben illoyale Stände, das ist aber nicht so schlimm. Die können wir gerne ignorieren. Ein Bündnis von Österreich mit Aragon. Unser Nachfolger bringt uns mehr Korruption. Das ist schade, weil das teuer ist. Das kostet Geld. Wo gibt es die Unruhen? In Kulm. Ja, dann stellen wir uns da mal gerade rein. Polen schloss ein Bündnis mit Litauen. Lukas schloss ein Bündnis mit... Dingsbums Lukas schloss ein Bündnis. Friesland und Pommern. Genua und Litauen. Achso, Und Pommern schloss ein Bündnis mit Ostfriesland. Das ist insofern interessant, weil man diese Armeen von Friesland und Ostfriesland nicht unterschätzen sollte, wenn die ihre Truppen mobilisieren und hier durchwatscheln, dann sind das trotzdem ganz gerne mal noch so 20 und ein paar gequetschte Regimenter, ne? Also das ist in der Tat nicht ganz zu verachten. Warum kriegen wir hier so einen krassen Malus auf unsere Armeestärke? Wir warten mal noch den Jahreswechsel ab. Dann kommst du mal aus Böhmen zurück. Ja, wir nähern uns aber hier einem positiven Ereignis. Wir haben einen Kriegsgrund gegen Masowien. Frage ist noch, wollen wir das Bündnis mit Mecklenburg haben? Mecklenburg ist eine Rivale von Sachsen-Lauenburg, Hamburg und Lüneburg. Das heißt also, sie werden uns nicht unterstützen in einem Krieg gegen Pommern. Ja, wir haben ein paar Bündnisse, aber ich weiß nicht. Was brauchen wir denn noch für unseren Krieg gegen Pommern? Der Livonische Orden mag dich auch nicht, das finde ich super, dann machen die mit. Lübeck wäre vielleicht der interessantere Bündnispartner. Das würden die wahrscheinlich sogar machen. Ja, ich glaube, das ist hier die sinnvollere... fast die sinnvollere Variante als Mecklenburg. Diplomatisch vasalisieren kann ich die eh nicht. Das wird nicht funktionieren, deswegen lassen wir das mal noch außen vor. Böhmen ist jetzt Mitglied in unserem Militärbündnis. Ach, die laufen jetzt alle dahin. Sehr schön, okay. Ja, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass ich da anders langlaufen muss. Okay, gut. Aber ansonsten kann ich doch mal hier ein Spionagenetzwerk bei Pommern aufbauen und vielleicht noch hier ein paar Ansprüche fingieren. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Okay. Wow.
Haltung gegenüber neutral. Vielleicht wollen wir da noch was dran ändern. Und zwar bei dir wollen wir gerne freundlich sein. Hier ist klar, gegenüber Litauen sind wir bedroht. Vielleicht hat das noch einen geringfügigen Einfluss. Ich finde das jetzt nicht so gut, wenn ich ihm Geld schicken müsste. Denn, wie sagte schon Cicero, die Sehnen des Krieges sind unendlich viel Geld oder so ähnlich. Wir können halt keine Heiratspolitik betreiben. Das schränkt uns da natürlich ein. Wir haben einen auslaufenden Kriegsgrund gegen Masowien, aber ich sehe es auch nicht ein, da einen Krieg zu führen. Ja, komm nochmal zurück. Okay, und dann haben wir noch unser Bündnis mit Ungarn. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen sicher. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen sicher. Das Problem bleibt halt nach wie vor bestehen, dass hier Polen-Litauen ein riesiger Machtblock ist. Historisch gesehen ja auch lange Zeit der größte zusammenhängende Machtstaat in Europa, könnte man sagen, von der Fläche jetzt her. Es ist schon krass, wie viel Festlandbesitzung die Briten hier noch haben, ne? Aber gut, gucken wir mal, wie das ausgeht da unten. Ein Bündnis mit Frankreich wäre sicherlich längerfristig eine Option. Wenn wir Krieg gegen Pommern führen, warum würdest du mitmachen? Weil ich kein Reichsmitglied bin, ne? Muss ich mich bei dir einschleimen, um Reichsmitglied zu werden? Wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre dann vielleicht noch so eine Sache. Das sollten wir dann vielleicht noch tun. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Aber gut, wir haben Mai 45, das geht noch. Wichtig ist erstmal, dass wir nicht sofort angegriffen werden. Ich glaube, wir könnten tatsächlich auch jetzt mal aufhören, unsere Flotte zu finanzieren. Und viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, ja Günther, warum gehst du nicht hin und legst die Flotte still? Nun ja, dann müssen die erstmal alle wieder in Stand gesetzt werden, bis sie wieder ein bisschen Kampfkraft haben. Und das ist jetzt gerade nicht so mein Ding. So geht's ja nur auf die Moral, ne? Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wir machen jetzt an der Stelle heute mal dann Schluss. Wir haben gleich eine halbe Stunde voll. Wollte ich das jetzt aber gerne nicht vorenthalten. So, jetzt vielleicht noch gerade am Ende des Parts so ein paar schnelle Fakten nochmal zum Deutschen Orden. Also, ich habe ja schon gesagt, der Deutsche Orden ist eine Gründung, die jetzt ohne diese Veränderung des christlichen Rittertums nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, also diese ersten, der Deutsche Orden ist jetzt kein originelles Produkt in dieser Kreuzzugsgeschichte anfänglich, weil es sich auf jeden Fall ganz klar am Tempelorden und am Johanniterorden orientiert und nach deren Vorbild entstanden ist. Wie sah das aus? Nun ja, man hat ja hier in den ersten beiden Kreuzzügen, ne, also Frankreich-England, hat man versucht, die heiligen Städte zu erobern und dann dort den Pilgern auch zu ermöglichen, diese Städten zu besuchen. Und diese Pilger, die dorthin kamen, die brauchten in irgendeiner Form Schutz. Die mussten irgendwie beschützt werden vor Überfällen und was weiß ich, damit man tatsächlich mit diesen Pilgerfahrten auch wirklich ein verbundenes Ziel erreichen konnte. Jetzt hat man interessanterweise dann dazu sogenannte Spitäler oder Hospitäler geschaffen, die sich darum kümmerten. Die nahmen aber auch andere Funktionen wahr. Das ist ganz typisch eigentlich im Mittelalter, diese Hospitäler
Das sind jetzt keine Krankenhäuser, wie man sich das heute vorzustellen hat. Die betreiben natürlich auch Krankenpflege, aber die sind darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel durch Spenden auch noch Landwirtschaft betreiben können und sich wie Betriebe entwickeln können. Darauf sind diese Spitäler oder Hospitäler eben angewiesen. Und das Hospitäler, Entschuldigung, und in Jerusalem war das erste Hospital, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren es die Johanniter, eben das Johanneshospital. Und diese Hospitäler organisierten sich nach geistlichen Vorstellungen oder Vorstellungen, Strukturen, wie man sie aus der geistlichen Welt, ähnlich wie bei Klöstern eben kannte. Das heißt also, man verband hier in diesen Hospitälern, verband man das Mönchtum, später dann eben auch mit dem Rittertum, weil ja viele der Teilnehmer an den Kreuzzügen eben auch Ritter waren. Es gehörte zum Gedanken des Rittertums eben hier, das Kreuz zu ergreifen und in das Heilige Land zu ziehen, um dort seine ritterlichen Pflichten zu erfüllen und für das Kreuz zu streiten. Das ist so ein Umstand, der das Ganze ganz stark begünstigt hat. Ja, auf der Synode von Troyes 1129 erhielten diese Orden, die sich gründeten, dann erstmals auch Regeln, konkrete Regeln. Das ist darauf zurückzuführen, dass Bernard von Clairvaux, das ist ja auch einer derjenigen, die in Frankreich zum Kreuzzug aufgerufen haben, das ist sehr stark unter seiner Ägide vorangetrieben worden. Also der war ein Förderer dieses Kreuzrittergedankens und hat auch dann in seiner Schrift vom Lob der neuen Ritterschaft hat er auch diese Form gerechtfertigt. Und damit eigentlich in dem Moment, wo diese Regeln entstehen, dann hat man tatsächlich eine neue Institution geschaffen, die es so vorher noch nicht unbedingt gegeben hat. Diese christliche und geistliche Ausprägung erfuhr eine neue Dynamik bei den Templern, die dann auch mönchische Gelübde ablegten, wie zum Beispiel Keuschheit, Armut, Gehorsam, natürlich verbunden auch mit dem Kampf gegen die Heiden, dem Kampf gegen die Gegner der Christenheit. Sie lebten auch ohne Frauen und ohne persönlichen Besitz in Unterordnung einer festen Ordenshierarchie. Und hatten auch einen festen Tagesablauf, wie man das bei den anderen Ordenshäusern dann eben auch kennt. Sie waren vor allen Dingen auch ausgebildet in der Wahrung der Regeln. Also sie hatten in der Regel auch eine Bildung genossen. Und diese Organisation verdichtete sich dann in diesen Spitälern oder eben in den neuen Ordenshäusern. Später wurden es ja vor allen Dingen erst Ordenshäuser. Und bei dem Deutschen Orden ist man sich tatsächlich, auch wenn der Wikipedia-Artikel anderes sagt, also man ist sich nicht ganz genau sicher, auf welche Gründung das jetzt zurückgeht. Man weiß tatsächlich von einem Hospitale Sancte Mariae Teutonicum Ierosolimin, oh Gott, Hilfe, das ist so ein Zungenbrecher, also Jerusalem, lateinisch ausgesprochen, ne? Ierosolimitani, so, in etwa, also Hospital St. Marien des Deutschen Hauses zu Jerusalem, ne? Weil es ja eben auf, also man vermutet, dass es eben auf diese Lübecker Bürger zurückgeht, die das dort gegründet haben. Das ist aber tatsächlich nicht die einzige Gründung, die in Betracht kommt. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt da auch noch drauf eingehen, aber wichtig ist, das ist eben die Gründung, wie sie tatsächlich später vom Deutschen Orden auch überliefert wird. Also so steht es zumindest in der Narratio de Primordiis Ordinis Teutonici. Die entstanden aber halt eben deutlich später, nämlich erst Mitte des 13. Jahrhunderts, also die Erzählungen über die Anfänge des Deutschen Ordens. Das heißt, da ist also eine größere Zeitlücke dazwischen. Und das gibt natürlich immer so ein bisschen Anlass zu Spekulation. Also es könnte vielleicht auch auf eine andere Gründung zurückgehen. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal ein bisschen Lust auf die Geschichte des Deutschen Ordens machen. Und wir werden uns im nächsten Teil anschauen, wie wir hier weitermachen können. Ich hoffe, ich habe hier Allianz mit Rivalen. Shit, ja. Ich muss die Allianz mit Böhmen später kündigen. Aber die gibt uns erstmal Sicherheit.
Da müssen wir aufpassen. Also das müssen wir später kündigen. Ach hier, das ist ein Thronanspruch gegenüber Ungarn, ne? Ja, also wir sollten schon versuchen, dass wir Reichsmitglied werden, denn sonst werden wir hier immer Probleme haben, wenn wir uns gegen Pommern, wenn wir weiter gegen Pommern vorgehen. Vielleicht haben wir auch Glück und Pommern greift uns an. Das wäre das Optimum, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.